Herzlich willkommen bei der Gewinnspielauflösung von On The Road. Letzte Woche kam das Spiel offiziell für die PlayStation 4 raus und im ersten Livestream habe ich gleich ein Gewinnspiel gestartet, wo ihr, die Zuschauer sowie die Community oder alle anderen von dieser Welt, drei Fragen beantworten mussten. Wir haben heute den Montag, den 15.02., den Einsendeschluss für dieses Gewinnspiel. Aber nichtsdestotrotz, für diejenigen, die nicht gewonnen haben, bleibt dran, denn es wird noch was kommen, wo ihr vielleicht doch noch die Chance habt, noch was abzugreifen. Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal eins nach dem anderen durch und würde sagen, es geht im Endeffekt um die drei Fragen. Ich gehe die erstmal durch und dann gehen wir mal gucken, wer alles sich gemeldet hat, wer die Fragen rausgehauen hat und wer vielleicht sogar gewonnen hat. Das werden wir gleich herausfinden. Die erste Frage, die darum geht, wie heißt der Nachname meiner Charaktere in den Let's Plays? Ja, kann man so sagen, oder? Kann man so stehen lassen? Wie heißt der Nachname der Charaktere, so selbst erstellten Charaktere meiner Let's Plays? Ich habe dann gleich mal ein bisschen was vorbereitet und wir gehen mal von hier aus, ups, das war das falsche Fenster, hier hin. Dark Souls, Naomi Yamato, Naomi Yamato von Train Sim World und von Code Vein, Yumi Yamato. Wie ihr sehen könnt, bei jedem erstellten Charakter oder wo es möglich ist, steht der Nachname Yamato. Yamato ist immer mein Nachname in meinen ganzen Let's Plays. So. Dann. Was ist das Hauptthema meines YouTube-Kanals? Drei Fragen gab's: Anime, Simulation oder Edgy. Es haben viele drauf geantwortet und... schwierig. Schwierig. Im Endeffekt, mein Hauptthema ist Edgy. Oder Edgy, so muss ich das ausschreiben. Gut, kann man es auch so ausschreiben, wie man es hier sehen kann. Es ist eine sexuelle Anspielung von verschiedenen Spielen. Unter anderem habe ich Bullet Girls Fantasia gespielt. Ich habe noch ein paar von Play Asia, wo ich die bestellt habe. Mache ich auch klein bisschen Werbung für die. wo ich die Spiele bestelle, sind dann halt gewisse Sachen halt drin. Ne? So, wie gesagt, alles was hier angeht, halt sexuelle Darstellung, Endeffekt aber nicht ab 18, sondern sozusagen das softige Erotik in Anime. Klar, Anime war auch in der Antwort drin, aber das war nicht gesucht, weil Hauptthema ist hier persönlich direkt auf Edgy gelegt, weil, ja, Gründe halt, ne? So wie auch das neue aktuelle Spiel, was gerade auf meinem YouTube-Kanal läuft, Genkai Toki Castle Panzers. Wie ihr an den Bildern erkennt, sind es halt schon gewisse Sachen, wo man sagen muss, hey, okay, wie man sehen kann, das ist sehr freizügig. Und das ist halt edgy. Edgy ist halt das Hauptthema meines YouTube-Kanals, der den Weg schreitet. Und ich suche immer wieder Spiele, die das beinhalten und somit auch rankommen. Genauso wie Azur Lane und viele andere Titel, so wie Katagawa Chat Girls und. So, ne? Also, da wäre die Antwort gewesen C, Edgy. Deswegen, Anime war ein kleiner Kniff drin, also soll ja nicht so einfach sein, ne? So, Leute. So, nächste Frage war, mein allererstes Videospiel in meinem Leben. Da ist auch eine klare Ansage gewesen, da ich vor kurzem erst gestartet habe. Es geht um Final Fantasy 8 Remastered oder Final Fantasy 8 für früher auf der PlayStation 1. So, jetzt aber, jetzt haben wir die Fragen alle drei durch. Und jetzt checken wir mal, wer eigentlich überhaupt die richtigen Antworten getroffen hat. Wir gehen als erstes zu Tischstein. Der hat am 11.02.21 mir geschrieben, Frage 1, Antwort C. Antwort C wäre hier gewesen, Yamano. Leider falsch, weil es war Yamato. Frage Nummer 2, Antwort C.
Da wäre er sogar richtig gewesen, weil das ist edgy. Frage Nummer 3 hat er Antwort A. Da steht leider bei mir Final Fantasy 6. Leider war es Final Fantasy 7. So, zur nächsten Person, die mir geschrieben hat. Pat der Maulwurf oder auch als YouTuber bekannt Patrick Hitler hat Frage 1 Yamato wäre richtig. Frage 2 Anime. Leider nicht. Frage 3 auch wieder richtig. Leider nicht getroffen, alle drei Fragen zu beantworten. Nächste Person. Rolf Otaku oder auch als Rin One Love oder Rolf, wie man ihn nennt halt. Der Schweizer aus der Schweiz hat es auch sein Glück versucht mit Frage Nummer 1 Antwort B, Yamato. Stimmt. Frage Nummer 2 Antwort C. Stimmt. Frage Nummer 3 Antwort B. Final Fantasy 7. Nein, ist leider Final Fantasy 8. Auch wieder extrem knapp dran. Und jetzt kommen wir zu der letzten Person. Socks, der in der neuen großen Projekt dabei ist und auch bei vielen Wreckfest und SnowRunner dabei war, hat auch geantwortet. On the Road Gewinnspiel. Frage Nummer 1, Antwort B. Wäre richtig gewesen. Frage Nummer 2, Antwort A. Es ist Anime. Nein, es ist C. Echi. Frage Nummer 3, Antwort B. Final Fantasy 7. Wieso kommt der alle auf Final Fantasy 7? Weil ich es momentan spiele hier. Okay. Ja. Schade. Leider nicht. Leider hat auch keiner getroffen die Fragen zu diesem Gewinnspiel. Aber jetzt, nichtsdestotrotz, und jetzt kommt die kleine Überraschung. Wir starten ein neues Gewinnspiel mit Einsendeschluss. Sagen wir Mittwoch. Ne? Mittwoch ist der Einsendeschluss. Das wäre dann der Tag, wir gucken, der 17. Februar 2021. Und da würde ich sagen, dann kriegt ihr jetzt nochmal drei neue Fragen. Falls ihr bis dahin nicht weiter wieder antworten könnt, oder die Fragen nicht beantworten könnt, sozusagen. Dann machen wir was ganz anderes. Aber das sage ich als letztes. Aber hier erstmal die Fragen. Um die Fragen zu beantworten, kleine Randinfo: Schreibt mir eine private Nachricht auf der PlayStation 4 mit der Frage Nummer 1. So wie ihr gesehen habt, ich zeige es euch gerne nochmal. So, oder wie hier, genau, ich zeige es euch. Ich habe es so gedacht, vor mir liegen. Wow. So, wie gesagt, das wäre zum Beispiel auch eine Option. Frage Nummer 1, Antwort C, Frage Nummer 2, Antwort C oder Antwort A. Kommt drauf an, was ihr drauf antworten wollt. Und wenn ihr dies zu mir so schreiben tut, tue ich es wieder abspeichern, tue es auf mein PC schmeißen und dann kann ich euch zeigen, wer hier gewonnen hat oder wer nicht. So, da würde ich sagen, wie gesagt, private Nachricht auf meinem PlayStation-Account Christine Angel mit Frage 1, Antwort zum Blablabla. Ihr seht das. Ich brauche es euch nicht erklären, deswegen mache ich ja auch hier das Video. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt durch mit Frage Nummer 1 zum neuen Gewinnspiel. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, wir haben immer noch zwei On the Road original eingeschweißte Discs-Versionen hier rumliegen. Und ja, ihr habt die zweite Chance, die abzugreifen. Also, let's go, ab in die Tasten, denkt nach und let's go. Frage Nummer 1. Wer war der YouTuber und Radiosprecher von meinem Let's Play Truck Driver? Antwort A, Jackie LP. Antwort B, Christine Angel. Oder Antwort C, Mabstar. Frage Nummer 2. Wie heißt der Minecraft-Film auf meinem YouTube-Kanal? Antwort A, Everland. Antwort B, Neverland. Oder Antwort C, Homeland. Frage Nummer 3. Was ist mein Lieblingsbeschwörungs-GF, in Anführungszeichen oder in Klammer auf, Klammer zu, Guardian Force in Final Fantasy 8? Antwort A, Diablo. Antwort B, Shiva. Antwort C, Leviathan. Ob das jetzt richtig geschrieben ist, weiß ich jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Leviathan. So.
So, dann würde ich jetzt einfach sagen, versucht euer Glück. Wir können gerne nochmal die Fragen nochmal durchgehen. Frage Nummer 1. Wer war der YouTuber und Radiosprecher von meinem Let's Play Truck Driver? Antwort A, Jackie Epay. B, Christian Angel. C, Mapstar. Frage Nummer 2. Wie heißt der Minecraft-Film auf meinem YouTube-Kanal? Antwort A, Everland. B, Neverland. C, Homeland. Was ist mein Lieblingsbeschwörungs-GF, Klammer auf, Klammer zu, Guardian Force in Final Fantasy 8? A, Diablo. B, Shiva. C, Leviathan. Also Leute, das sind die Sachen. Und wie gesagt, es gibt On the Road für die PlayStation 4 zu gewinnen. Haut also in den Controller mit den Schreiben und schickt mir Nachrichten. Ihr habt die Möglichkeit noch zu gewinnen. Es sind immer noch zwei verschweißte On the Road Spiele hier in meiner Hand. Und ja, wie gesagt, hängt jetzt im Endeffekt von euch drauf an. Für die Leute, die jetzt hier nicht gewonnen haben, bleibt dran, ihr habt auch nochmal die Möglichkeit mitzuraten. Denn wenn es wieder nicht passieren sollte, dass jemand die richtigen Antworten alle drei treffen tut, Minimum von zwei Leuten, gibt es am Ende etwas, was komplett random rausläuft. Und dann kann ich nichts mehr versprechen. Ich habe keine Garantie mehr, dass dann jemand, der das gerne möchte, auch gewinnen kann, denn das wird komplett random ablaufen danach und da ist halt eure Gewinnchance 50-50. Also Leute, schreibt in die Tasten, ich wünsche euch, drück euch auf jeden Fall viel Glück in die Daumen, oder ich drück euch die Daumen sozusagen. Gott, wir haben ja schon 2.47 Uhr, viel zu spät. So, nein, drück euch die Daumen, dass ihr das diesmal erraten tut. Und wie gesagt, der Erste, der richtig trifft und der Zweite, der es richtig trifft, kriegt auf jeden Fall 100% garantiert das Spiel kostenlos mit kostenlosem Versand. Also Leute, ihr habt die Chance, haut in die Tasten. Ich wünsche euch viel Glück und bis zum nächsten Mal. Bis zum Mittwoch bei Einsendeschluss, den 15. Nicht der 15. 17.02.2021. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. Und nicht zu vergessen, bei den anderen Videos liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Und wieder schauen und reingehauen. Ciao, Leute.